So, willkommen zurück. Im letzten Teil habe ich noch ein paar Quests im neuen Lager angenommen, noch die Wassermagier angequatscht. Und dann habe ich mich auch schon auf den Weg hierhin begeben. Das ist die neue Mine. Und irgendwie ruckelt es. Warum auch immer. Ja, ich wollte mir hier noch die Erzbrocken vornehmen, aber das ist wirklich so unfassbar langweilig. Dann mache ich das mal ohne Aufnahme. Dann geht es jetzt hier in diese Mine rein. Alles schärfer. Der hat bestimmt nichts Interessantes zu sagen. Sag mal mit dem. Auch alles sollte, ne? Guck ich erstmal, was hier oben los ist. Vielleicht gibt es ja jemanden, den man mal anquatschen kann. Kann ich da mal vor? Wir müssen alle arbeiten. Wochenlang, ohne Tageslicht. Es gibt kein Entkommen. Die einzige Freiheit ist der Tod. Arbeite langsam und gediegen, was nicht fertig wird, bleibt liegen. Was macht die Arbeit? Dieser Fels ist verdammt hartnäckig. Fast so, als würde er sich dagegen wehren, dass wir uns das Erz holen. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Ich habe zwar nichts für dich zu tun, aber du kannst mir und den Jungs was zu trinken bringen. Hol mir eine Flasche Wein. Hier hast du deinen Wein. Direkt aus der Pulle. Ich frage besser nicht, wo du ihn her hast, was? Ist ja auch egal. Ich danke dir jedenfalls. Kannst du mir was beibringen? Wenn du ein bisschen deine Muskeln trainieren willst, dabei kann ich dir helfen. Bringt nichts. Freie Mine. Ja, die ganzen Erzadern mache ich alle später. Das bringt jetzt nichts. Da sehe ich doch schon was kriechen. Jupp. Vielleicht mit Bogen und... Wenn du Streit suchst, komm ruhig näher. Junge, ich bin deine Arbeit am machen.
Wenn du Streit suchst, komm ruhig näher. In zwei komme ich nicht an. Könnte die anlocken und dann hochgehen. Lohnt es sich überhaupt? Ich glaube nicht. Tschüss. Alles klar. Sind wir doch schneller fertig, wie gedacht. Naja. Fehlen noch. Oh Gott, 10 Erfahrung. Eine dumme Fleischschwanze. Das ist belastend. Gib mir meinen Reis. Soll das ein Scherz sein? Ja, ja. Na gut. Da gucken wir jetzt mal nach diesen Wölfen. Schon mal ein. Vielleicht kann ich mich irgendwie hier oben verstecken. So. Nee. Besser geht's nicht. So, damit komme ich in diese Spelunke rein. Die Wölfe sind noch zu stark.
nicht, dass das alles ist. Kein Scheiß. Ich weiß auch nicht, wie er das... Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Du siehst doch aus wie einer von den Dreckfressern. Immer rein mit dir. Es war zwar dunkel, aber ich bin... Meinst du, mir geht es besser? Ist mir eigentlich auch egal. Wen interessiert's? Wenn du deine Nase nicht reinsteckst, du siehst nicht sehr glücklich aus. Bin ich auch nicht. Besser so. Ich muss noch einen ganzen Berg Kraut loswerden. Du bist hier, um Waren aus dem Sektenlager zu verkaufen? Ja, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Weißt du, wer hier größere Mengen abnimmt? Ja, nein. Da kannst du eh nichts dran. Ich könnte das Kraut für dich verkaufen. Gegen Beteiligung, versteht sich. Vergiss es. So besoffen bin ich nun auch wieder nicht. Du brennst doch einfach damit durch. Und sowas nicht. Erstmal abwarten. Es wird nicht so alles gegessen, wie es gekauft wird. Der muss einfach mehr trainieren. Lass uns lieber über was anderes. Hier, trink noch einen auf meine Rechnung. Danke, Mann. Ich trinke auf dein Wohl. An der Geschichte muss wohl doch, dass ich damit nichts zu tun habe. Als wenn ich nicht schon wieder diese... Erstmal abwarten, es wird nicht so heiß Manche gegessen. Lernen eben gar nichts dazu. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Ich sag dir was, du hast ein Problem. Baal Kagan will dafür sorgen, dass du ersetzt wirst. Was? Beim großen Schläfer. Ich muss das Zeug loswerden. Das ist wirklich mein Problem. Das ist eben so. Ich halte mich da lieber auf. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Oh Mann, ich muss das Zeug loswerden. Du willst mich doch nicht übers Ohr hauen, oder? Ich gebe dir mein Wort. Gut, hier ist das Zeug. Du müsstest mindestens 400 Erz dafür kriegen, also 200 für jeden. Bin die ganze Zeit hier. Wenn du das Erz hast, komm zurück. Weißt du, wie er größere Mengen abnimmt? Wenn ich das wüsste, wäre ich selber losgegangen. Jetzt, wo ich das Zeug los bin, fühle ich mich schon viel besser. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Wir haben diese besoffenen Bewegungen recht gut hingekriegt. Er sagt, das geht mich einen feuchten Scheißdreck an. Der war auf dem Weg zum Versteck. Wetten? Dem kannst du nicht trauen. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Ich höre nicht, wenn du meinst. Wie läuft's denn so oft? Gut! Wir verkaufen hier unseren selbstgebrannten Reisschnaps für gutes Erz. Kommt ja auch genug rein. Wo sollen die Jungs ihr Erz auch sonst hinbringen? Ich will was trinken. Dann musst du zahlen. Ich hab nur noch 130. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Puh. Ich nehme da irgendeine Waffe. Was ist das für ein Scheiß? Das kannst du jemand anderem andrehen. Was ist das für ein Scheiß? Das kannst du jemand anderem andrehen. Bären nimmt er. Das habe ich noch gar nicht. Das interessiert mich nicht. Das ist aber kein guter Preis. Erstmal ist das meine Meinung. Das ist lustig, auf jemand. Von mir erfährt keiner was. Ich wundere mich über gar nichts. Kannst du dir vorstellen, dass er eins lagert? Kein Wunder, dass er niemanden mitnimmt. Wie sieht's aus? Das ist alles gut versteckt, sicher. Ja, komm, es mal wieder ins Essen gespuckt. Drei tote Gardisten und eine ganze Menge Zeug zum Verhökern. Darauf trinke ich. Du bist einer von den Jungs, die ständig das alte Lager überfallen. Nein, nur wenn sich eine lohnende Gelegenheit bietet. Was hast du anzubieten? Die Frage ist doch, was hast du anzubieten? Ich bin nur an größeren Lieferungen interessiert. Damit kann ich nicht dienen. Dann komm wieder, wenn du es kannst. Interessant. Warte mal. Sumpfkraut will er nicht. Du kommst aus der freien Mine, richtig? Richtig. Wie hast du das bloß rausgefunden? Warum sollte er das tun? Er würde es sich ganz bestimmt mit ihr verscherzen. Das war auch eine selten dämliche Frage. Das ist ein Feigling. Solange ich damit nichts zu tun habe, Quatsch wird viel. Für dich. So. Vor Lachen hau ich mir aufs Knie. Aber warte.
Glaubst du wirklich daran? Was ist hier oben? Und just in dem Moment stolpert er über eine Wurzel. Ich habe mich platt gelacht. Sein Gesicht voller Kratzer. Oh, es war herrlich. Rollt eine Kugel um die Ecke und fällt um. Kannst du dir vorstellen, dass er eins lagert? Kein Wunder, dass er niemanden mitnimmt. Das ist alles gut. Es war zwar dunkel, aber ich bin sicher. Er war. Er hat auf die falschen Leute. Hey, du! Glück gehabt! Ja. Verdammt nochmal, nein! Ich hab's dir schon tausendmal erklärt. Was soll die Fragerei? Lass dich auf jeden Fall. Langsam musst du's. Das ist wirklich nicht so, guck ich mal. Dass ich noch an 200 Erz komme, dann wird das ein Kraut los. Das ist doch lange bekannt. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Man darf auch nicht alles glauben, was gar nichts dazu. Ich glaube kaum, dass ich daran. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Noch nicht genug. Da muss ich zum Wolf. Ich wundere mich über gar nicht. Wo ist er? Zeig mir deine Bögen. Und früher wäre das ganz anders gelaufen. So. Den Mist lasse ich mir nicht andrehen. Fliegenstachel will er nicht. Und er hat nur 15 Erz. Das ist schlecht. Das war aber als für dich. Man muss ja nicht gleich jeder wissen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich dachte, das wäre schon mal geklärt. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Mach's gut. Mach's besser. Akrobatik. Man muss eben aufpassen, was man noch mal sieht. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Auch nur 15. Was soll ich mit dem Ramsch? Wenn er das nicht sieht, der irgendeine Bolzen. Ja, mach mal so. Ich verschwinde. Du hast das nicht gewusst. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Gequatscht wird viel. Hey, du! Hey, du! Die wollen alle kein Sumpfkraut. Hey, du! Zeig mir deine Waren. Wie du wünschst. Was ist das für Scheiß? Das kannst du jemand anderem andrehen. Hat eh kein Erz. Jo. Dann kommen wir hier nicht weiter.
Dann muss ich den Höhlenbesuch vorziehen. Das war nicht so geplant. Hier hinten ist nämlich eine Höhle. Und da habe ich in der Vorbereitung gesehen, dass da ein Beutel mit 100 Erz liegt. Schöne Himmelseffekte, aber das permanent zu sehen. Das hätte er doch besser wissen müssen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das stelle ich mir ziemlich nervig vor. Das ist wirklich nicht mein Problem. Verlass dich auf jemanden, du bist verlassen. Was war das denn? Was mein Hamster pupt. Na komm, auf zu kacken und komm her. So, habe ich jetzt die 2 Dutzend Fleisch. Ja, 28 sogar. Ja, da hinten sind noch ein paar Banditen. Guck ich mal. Vielleicht kriege ich die. Zwölf von 70 Gesundheit. Irgendwie ist die Anzeige jetzt nicht da. Ja, dann
schlafe ich mal bis morgen. Ich glaube eh nicht, dass ich die Banditen hinkrieg. Das passiert mir nicht nochmal. Aber warte, das wird nicht meine Meinung kannst du ja schon. Hey du! Erstmal abwarten, es wird nicht so heiß gehen. Was hast du anzubieten? Die Frage ist doch... Damit kann ich nicht dienen. Dann komm! Ganz schön sein. Ganz schön sein. Die wollen hey du! Kein Sumpfkraut. Hey du! Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an! Was willst du wissen? Wie würde ich besser im Knacken von Schlössern? Das willst du gerne wissen, hm? Ist für den Anfang nicht so schwer. Du musst vor allem darauf achten, dass dir dein Dietrich nicht abbricht. Ach echt? Wenn du in Zukunft mit weniger Gewalt an die Sache rangehst, wirst du merken, dass du weniger Dietriche verbrauchst. Die Schlösser von Truhen mittlerer Größe stellen für dich ab jetzt kein Rätsel mehr dar. Okay. Schleichen ist jetzt nicht so wichtig. Ein bisschen Stärke wäre toll. 64. Oh, ich bin an diesem Butch vorbeigegangen. Irgendeiner hier wollte das. Man darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. Der arme Kerl kann eine Leitschuld. Lass mich mal. Ich hab hier was für dich. Gut, du hast genug Fleisch gebracht. Das wird für eine Weile reichen. Glaub aber ja nicht, dass du von mir jetzt irgendwas umsonst kriegst. Was hast du anzubieten? Kann schon sein. Der nimmt jetzt auch nichts, oder? Lass mal. Mit dem Kram kann ich nichts anfangen. Man darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. Lass mal. Ja, mit dem Kram kann ich nichts anfangen. Lass mal. Mit dem Kram kann ich nichts anfangen. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ja, für meinen derzeitigen Auftrag benötige ich die Krallen eines Snappers. Aber keine einfachen Krallen. Es muss schon was Besonderes sein. Die Krallen einer mächtigen Bestie, die viele Männer getötet hat. Oder etwas derartiges. Und was springt für mich dabei raus? Ich kann dir einen Ring der Unbezwingbarkeit besorgen. Ich werde mal sehen, was ich machen lässt. Aber als für dich, weil muss ja nicht gleich jeder wissen. Lass mich mal durch! Das passiert mir nicht nochmal. Bis später. Das ist unangenehm. Ich kann das nicht mehr hören. Manche lernen eben gar nichts dazu.
Und ich muss erstmal gucken, wie das jetzt hier weitergeht. Das hätte er doch besser wissen müssen. Ich brauche noch ein bisschen Erz für Schleichen. Ich halte mich da lieber raus. Ich habe da meine Erfahrung. Und das Sumpfkraut muss noch loswerden. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal zurück. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Aufpassen, was man so rum erzählt. Das sind doch alles nur Gerüchte.